Der Münchner Regisseur, Produzent und Autor Rainer Erler ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 90 Jahren in seiner Wahlheimat Perth in Australien gestorben. Erlers Werk umfasst mehr als 40 Spielfilme, 14 Romane, gut zwei Dutzend Erzählungen und Kurzgeschichten sowie fünf Bühnenwerke. Mit seinen künstlerischen Beiträgen bot er stets Diskussionsstoff. Zu den bekanntesten Werken des in München aufgewachsenen Filmemachers gehören die gesellschaftskritische Komödie Seelenwanderung, das Politdrama Plutonium, die Science-Fiction-Filme Das Blaue Palais und Operation Ganymede sowie der Psychothriller Fleisch, in dem Erler bereits 1979 das Thema Organhandel thematisierte. Sein letzter großer Film, Die Kaltenbach-Papiere, entstand starbesetzt mit Mario Adorf und Ulrich Tukur im Jahr 1990. Seinen Lebensabend verbrachte der militante Nichtraucher, wie er sich selbst bezeichnete, teils in der Nähe von Bad Tölz und teils in Australien bei seiner Tochter, bis zum Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Seitdem sei er nicht mehr nach München geflogen, sagte er kurz vor seinem 90. Geburtstag Ende August. Er sei in Australien aber gut versorgt. Er hat uns mit seinen kreativen Werken tief beeindruckt und inspiriert. Seine bedeutenden Beiträge zur deutschen Filmgeschichte werden in unseren Herzen weiterleben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Möge er in Frieden ruhen. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank!